Liebe Mitmenschen, der Herbst ist doch so eine wunderschöne Zeit mit seinem Reichtum an Ernte. Was gibt es da nicht alles Leckeres, Interessantes und vor allem aber auch Gesundes? Ich denke hier an die Hagebutten, ich denke hier an die Kürbisse. Und wenn man so einen Kürbis angeschnitten hat, dann gibt es entweder für die nächste Woche nur Kürbis. Oder haben man verschenkt, weil der Kürbis angeschnitten hält einfach nicht mehr lange. Zudem, er versperrt einen großen Platz im Kühlschrank. Nun, Hagebutten enthalten sehr viel Vitamin C. Und brauchen wir nicht immer Vitamin C? Eigentlich das ganze Jahr. Nur, die Hagebutten, wenn sie mal zu Mark verarbeitet sind, halten sie nicht mehr lange. Und dann habe ich mir überlegt, was tun wir, dass wir uns mit diesen beiden Dingen einfach ein Jahr lang locker und gut und gourmetmäßig ernähren können. Damit habe ich dann einen Einschlag entworfen. Wenn man diesen Einschlag getrocknet hat, dann hält er ein Jahr oder noch länger. Und das finde ich wunderbar, man kann das immer wieder gebrauchen und vor allem so ein Einschlag, wo man Gemüse hineingeben kann, wo man eben auch ganzen Haufen andere Rezepte wie Samosas oder Frühlingsrollen in Rohkostqualität und so weiter, diese Rezepte bestehen. Aber diesen Einschlag, kommen Sie, wir gehen mal schauen, wie es geht. Oh, übrigens, wussten Sie, welche Kürbisse man dafür verwenden kann? Ja, zum Beispiel der gelbe Zentner. Sehr gut. Dann der Muskatkürbis, dann der White Flat. Dann gibt es noch einen Marmorkürbis, den man gut gebrauchen kann dafür. Es gibt einen blauen Ungarn, den man dafür verwenden kann. Was ich gemerkt habe, was nicht so gut geht, ist zum Beispiel der Hokkaido. Der ist sehr mehlig. Also hier sehen wir mal das Hagebuttenmark. Das ist jetzt 180 Gramm und das mischen wir dann mit dem Kürbis. So, hier haben wir jetzt 180. Man könnte auch 200 Gramm Hagebuttenmark nehmen, weil die Hagebuttenmark haben ja sehr viel Vitamin C. Und das mischen wir jetzt mit einem Kürbis und machen dann Einschläge. Und somit haben wir: Deine Nahrung soll deine Medizin und deine Medizin deine Nahrung sein. Das schneiden wir jetzt in Würfel, so dass wir das nachher in den Mixer geben können. Voilà. So, jetzt nehmen wir da die Kürbisse mit dem Hagebuttenmark, geben es auf den Mixer und machen das mal zu einem Püree. Gut, da geben wir jetzt noch den Saft einer Orange hinzu. So, nun geben wir hier noch ein wenig Salz dazu, nicht zu viel, weil wir entziehen dem Ganzen nachher die Feuchtigkeit und dann haben wir das gerne überwürzt. Hier haben wir noch ein bisschen Edelhefe, da geben wir noch ein bisschen Muskat dazu, das reicht. Und da kommt jetzt noch ein Teelöffel oder anderthalb Teelöffel von pulverisiertem Flohsamen dazu. So, wir nehmen hier die Masse auf ein Silikonflex. So, jetzt streichen wir das schön rechteckig aus, so dass wir das nachher nach dem Trocknen als Einschlag gebrauchen können. So, jetzt schieben wir das hier in den Trockner hinein. Und jetzt braucht es Zeit, um zu trocknen. So, jetzt sind 15 Stunden vergangen, seit wir das hineingeschoben haben. Das variiert je nachdem, wie stark der Mixer ist, den man da einsetzt dazu. Und dann braucht man halt eventuell etwas mehr Flüssigkeit, dann geht es etwas länger. Wenn man einen starken hat, dann braucht man weniger Flüssigkeit, geht trotzdem, dann braucht man ein bisschen weniger Zeit dazu.
je nachdem. So, wir holen diese Einschläge mal raus. So sehen die jetzt aus. So, jetzt nehmen wir diese Einschläge hier von der Folie weg. Obwohl die jetzt noch flexibel sind, sind die halt so stark getrocknet, dass man die jetzt ein problemlos ein Jahr behalten kann. Bedingt ist aber, dass man sie feuchtigkeitsgeschützt aufbewahrt. Und wenn man sie dann einsetzt, muss man sie mit einem Pinsel und Wasser wieder so feucht machen, dass sie dann eben als Einschlag dienen können. Ja, und so hat man über das ganze Jahr hindurch vitaminreiche Möglichkeiten, um etwas Wunderschönes zu kreieren. Ein guter über weitere Verarbeitung und Gebrauch dieser Einschläge haben wir Videos in unsere Kanäle gesetzt und wir haben auch in den Büchern Rezepte darüber eingestellt. Genießen Sie es, gutes Gelingen, auf Wiedersehen.